Gerade noch rechtzeitig zur WM scheint Miroslav Klose wieder richtig in Fahrt zu kommen. Ein kleiner Lichtblick bei der derzeit angespannten Personalsituation im Kader, die für den 35-Jährigen aber nicht wirklich was an den eigenen Titelchancen ändert. Aber die Südamerikaner, meiner Meinung nach, sind ganz klar im Vorteil. Sie kennen die Bedingungen da und sie wissen, wie man da zurechtkommen muss. Und ich habe mit ein paar Spielern jetzt von Italien gesprochen, die jetzt beim Confed Cup dabei waren. Und die sagen, die sind aus dem Flieger ausgestiegen, haben abends ein Spiel gehabt und nach 20 Minuten wussten sie nicht, wo sie die Luft erholen können. Und das sind Sachen, wenn wir erstmal da hinkommen und uns hoffentlich schnell dran gewöhnen. Aber trotzdem ist es ein Fußballspiel ganz anders, wie man sich das hier vorstellt. Hundertprozentige körperliche Fitness sei dabei die Grundvoraussetzung und dass sich die Mannschaft diese noch drauf schafft, steht für den Stürmer außer Frage. Ebenso übrigens wie die eigenen Chancen auf Einsatzzeiten. Also grundsätzlich kann ich die falsche 9 auch spielen, aber letztendlich entscheidet das alleine der Trainer. Und ich kann mich wie in allen Trainingseinheiten natürlich nur anbieten und Erfahrung hin oder her, dass ich da gesetzt bin. Also ich will natürlich auch so trainieren und mich so präsentieren, dass natürlich kein Weg an mir vorbeiführt. Aber grundsätzlich gehe ich natürlich davon aus, dass ich spielen werde.